3, 2, 1. Hallo und willkommen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute gibt es mal ein Video über meine gesamte Kameraausrüstung. Ich werde immer mal wieder gefragt, mit was ich denn so meine Videos drehen tue, was ich da in Ausrüstung dabei habe. Ja, und deswegen will ich euch das heute mal zeigen. Nicht ganz ohne Eigeninteresse. Ich werde unter das Video einen Link setzen zu meiner Webseite. Und da habe ich jetzt eine Seite gemacht mit meiner kompletten Ausrüstung. Und wenn ihr dann irgendwas davon kaufen wollt, macht ihr das dann bitte über diesen Link. Das ist bei Amazon. Und dann habe ich auch ein bisschen dran was verdient. Ja, aber jetzt würde ich sagen, jetzt machen wir mal hinne und dann stelle ich euch mal meine komplette Videoausrüstung vor, die ich für meine Radtour-Videos und für meine Wandervideos verwende. Das wird wohl ein recht kurzer Film, weil so arg viel ist es gar nicht. Also, dann legen wir mal los. Die Sonne scheint ja, also ich denke mal, das wird ein recht nettes Video. Da fangen wir mal mit der Kamera an. Das ist eine Panasonic Lumix DMC FT5 und um euch die mal ein bisschen näher zu zeigen, würde ich sagen, ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich dann hinsitzen kann. Kann ich mit meiner anderen Kamera diese Kamera filmen und dann kann ich euch ein klein bisschen was dazu sagen. Ich werde jetzt hier kein Tutorial über die Kamera machen, über die Einstellung oder sonst was. Ich zeige euch das, wie ich sie verwende. Und das ist ja, glaube ich, auch eigentlich das, was ihr wissen wollt. Aber jetzt erstmal ein schönes Plätzchen suchen zum Hinsitzen. Ein Geheimnis habe ich ja schon ganz zu Beginn des Videos beim Intro verraten. Ich werde auch immer wieder gefragt, was für ein Stativ, das ich am Fahrrad verwende, um diese Ansagen hier zu machen während der Fahrt. Ihr habt es gesehen, das Stativ ist mein Arm. Also ich fahre dann halt immer mit einer Hand und in der anderen halte ich die Kamera. Ich muss sagen, bei mir funktioniert es ganz gut. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich tue mich damit am leichtesten. Das Problem ist, wenn ich ein Stativ ans Fahrrad mache, habe ich auch schon probiert, dass ich es festmache am Fahrrad. Aber ich fahre mit ziemlich viel Reifendruck, mit 7 Bar. Das heißt, das Rad ist recht hart gefedert. Und bei jedem Schlag, das kann die Kamera gar nicht ausgleichen, diese harten Schläge, wenn da ein bisschen ein Loch kommt oder Hubbel. Und mein Arm kann das doch relativ gut ausgleichen. Und deswegen mache ich das so. Habe jetzt auch nie irgendwie Probleme gehabt. Habe das selbst im Winter gemacht, bei Schnee und Eis. Da ist ja gleich ein bisschen das Problem, dass ich mit der rechten Hand meistens filme. Und links ist ja bekanntlich die Vorderradbremse. Und muss man dann schon aufpassen, wenn man auf dem Eis oder auf dem Schnee dann schnell bremsen muss, dass einem das Rad nicht weggeht. Aber wie gesagt, ich hatte bisher kein Problem und deswegen funktioniert das so ganz gut. Ob er das machen sollte oder nicht, da will ich gar nichts dazu sagen. Nicht, dass ihr nachher auf der Nase liegt und sagt, ich bin schuld. Ja. Probiert es aus oder auch nicht. Ich mache so. Ich habe gesagt, ich mache ein Video und zeige euch, was für Ausrüstung das ich habe. Und das Stativ während dem Fahren ist nun eben mein Arm. Und das habe ich euch jetzt hiermit gezeigt. Was ihr draus macht, ist euer Ding. Okay, ich habe immer noch kein Plätzle, aber ich finde noch eins. Und da werde ich euch die Kamera vorstellen. Herrliches Wetter heute. Wunderschön. Es ist nur eiskalt. Wir haben nur -1, -2 Grad hier. Aber die Sonne, die kommt gerade raus und es wird Frühling. Und das gefällt mir. Nächstes Wochenende, also nächsten Freitag um die Zeit, da bin ich mit der Celine schon unterwegs. Machen wir eine längere Radtour. Freue mich schon unheimlich drauf. Ich hoffe, das Wetter dann auch so ist. Ja, warten wir es mal ab. Drei, zwei,
1. So, jetzt habe ich hier mein schönes Plätzchen. Die Kamera ist bereit. Jetzt habe ich gerade beide an. Macht auch keinen Sinn. Ich werde jetzt diese Kamera ein bisschen näher holen und diese Kamera vorstellen. Noch ganz kurz. Warum sage ich immer 3, 2, 1? Das ist ganz einfach. Als erstes Mal kann sich die Kamera in der Zeit, wo ich 3, 2, 1 sage, kann die scharf stellen. Und das nächste Thema ist, ich habe nachher beim Schnitt, habe ich es einfacher. Ich weiß, nach 1, da geht's los. Das heißt, ich habe das dann schon 3, 2, 1 und dann weiß ich, jetzt muss ich einsteigen. So einfach ist das. Jetzt werde ich die Kamera mal ausschalten und werde mit der Kamera die Kamera vorstellen. Das ist jetzt also das gute Stück Panasonic Lumix DMC FT5. Hier oben habe ich meinen Windpuschel übers Mikrofon geklebt. Ich denke mal, ich habe das auch schon oft gemerkt, dass die Windgeräusche doch relativ wenig sind bei meinen Videos, selbst beim Fahren. Ganz kriegt man sie nie weg, weil so viel bringt das Puschel hier natürlich nicht. Ja, was kann ich euch noch sagen zu der Kamera? Sie ist wasserdicht, stoßfest bis 2 Meter, wasserdicht glaube ich 13 bis 15 Meter, ich kann es nicht ganz genau gerade sagen. Könnt ihr aber in der Beschreibung dann schauen. Sie hat Wi-Fi, das heißt, man kann sie mit dem Handy verbinden, kann dann auch auf dem Handy quasi schauen, was man aufnimmt. Ich benutze es aber nie, ich sage es euch nur, die Kamera hat es. Zu der Einstellung ist für mich eigentlich immer ganz einfach. Ich gehe auf Mode oben und gehe hier auf die intelligente Automatik. Das heißt, die macht automatisch Gesichtserkennung. Die schaut automatisch, wenn nicht eine schöne Landschaft, sondern wenn eine Landschaft ist, stellt sie um auf Landschaft. Also sprich, sie macht dahin alles automatisch. In dem Modus filme ich eigentlich immer. Ich gehe ganz selten auf manuell. Das Einzigste, was ich nutze, das ist, gehen wir hier mal wieder raus. Jetzt bin ich auf Wiedergabe. Gehen wir einfach oben drauf. Was ich nutze, das ist, wenn man hier auf den Mülleimer drückt, dann kann man hier die LED vorne einstellen, dass das Licht an ist. Das heißt, wenn ich in der Hütte bin oder so, jetzt bin ich auf ein, drücke ich wieder auf OK. Und jetzt ist quasi vorne das LED-Licht an beim Film. Das tut das Gesicht ein bisschen aufhellen, aber man braucht nicht meinen, dass man jetzt einen Raum oder so aushellen kann. Das auf keinen Fall. So, das war es jetzt mal zur Kamera. Arg viel fällt mir da dazu nicht ein. Ich kann jetzt mal die andere Kamera filmen damit. So, das hier ist die andere Kamera, nämlich der Vorgänger, der Vorvorgänger, die Lumix DMC FT3. Danach kam ja die FT4. In der Hand habe ich die FT5 und das ist die FT3. Die habe ich auch noch und benutze für solche Dinge wie jetzt gerade. Jetzt gehen wir ein Stückchen weiter und dann zeige ich euch, was für zusätzliches Mikrofon das ich verwende, wenn ich es dann mal verwende. Ich benutze es nicht oft, aber was für eins das ist, wenn ich es benutze, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Fahren wir mal ein Stück weiter, ha? Was ich euch zu der Kamera jetzt auch noch sagen kann, ist, dass sie vom Weißabgleich her also wirklich super reagiert. Man muss den eigentlich nie manuell einstellen. Der passt eigentlich immer gut. Ja, und so umstellen von hell auf dunkel oder dunkel auf hell funktioniert auch recht flott. Der Autofokus ist recht gut. Wie gesagt, ich habe schon andere Kameras probiert, bin aber immer wieder bei der Lumix hier hängen geblieben. Schon allein, weil sie wasserdicht ist und weil sie doch recht gut ist. So, hier jetzt habt ihr gesehen, die Umstellung von hell auf dunkel funktioniert recht gut. Und der Weißabgleich hier im Wald auch immer noch relativ gut.
Was man natürlich auch sagen muss, diese kleinen kompakten Kameras, die haben alles im Gehäuse drin, Zoom und Objektiv. Und da gibt es dann hin und wieder natürlich schon Geräusche. Wenn sich das verstellt oder wenn man Zoom tut, dann hört man das auch. Was man machen kann, ist, wenn man was her Zoom tut, dass man nebenher sprechen tut, dann hört man das Zoom auch nicht so, weil die Stimme, die überlagert ja das dann quasi wieder, dieses Motorgeräusch. So, jetzt werde ich mal wieder wegzoomen und ihr hört, dass man von dem Motorgeräusch jetzt wahrscheinlich nicht so arg viel hört, weil man mehr mein dummes Geschwätz hört. Aber ich finde, so vom Bild her ist die Kamera wirklich gut für so ein kleines Ding. Und hier an der schönen Stelle mit bisschen Wassergeräusch werde ich euch jetzt noch mein zusätzliches Mikrofon vorstellen. Das ist das Zoom H1. Und warum ich das ab und zu verwende, dazu jetzt mehr. Drei, zwei, eins. So, ihr seht und ihr hört, ich sitze hier an einem Bach. Die Kamera steht da drüben und das Bachgerausche ist wahrscheinlich so laut wie ich, wenn ich jetzt hier bin. Das Zoom H1, das ist ein externes Mikrofon mit einer eigenen Speicherkarte. Das heißt, ich habe jetzt keine Verbindung zur Kamera, was natürlich auch heißt, ich muss das Video nachher am Rechner dann quasi wieder synchronisieren mit dem Ton. Ist bei meinem Programm, mit dem ich arbeite, relativ einfach. Bei anderen Programmen geht man einfach her und macht eine Klappe, also einen Klatsch, mit den Händen klatschen oder so. Und dann sieht man an der Aussteuerung, an der Kurve, okay, hier ist der Klatscher, hier gehört der Ton zum Video. So wird es normal gemacht. Und ich hoffe, man hört jetzt den Unterschied. Ich habe vorher mal der Originalton von der Kamera, jetzt habe ich den Ton mit dem Mikrofon. Ich denke, man hört den Unterschied deutlich und somit erklärt sich auch, warum ich das Mikrofon ab und zu nehme. Des Weiteren ist, wenn man in der Stadt ist und es laufen viele Leute rum und da will man ja nicht so arg laut schreien in die Kamera, dann, wenn ein anderer filmt, und dann nimmt man das Mikrofon und man hört das, was der Kommentator sagt, recht deutlich. Ja, was gibt es sonst zum Mikrofon zu sagen? Eigentlich gar nichts. Ich benutze es ganz selten. Man ist viel in der Natur unterwegs und da braucht man das dann so eigentlich nicht. Ansonsten in der Wirtschaft, in der Hütte, wenn es laut ist, da macht es dann schon Sinn, wenn man es nimmt. Aber sieht halt auch immer blöd aus, wenn man den riesen Puschel hier vor der Nase hat. Okay, jetzt tät ich sagen, wir fahren mal wieder ein Stück weiter. Und dann kann ich euch schon die letzten Teile von meiner Videoausrüstung vorstellen. Und das sind die zwei Stative, die ich eigentlich immer dabei habe. Aber da suchen wir uns wieder eine andere Location. Fahren wieder ein Stückchen weiter, so habe ich wenigstens auch eine kleine Radtour. Ich muss heute Mittag noch Spätschicht schaffen und morgens mache ich dann immer gern eine kleine Tour. Da mache ich in der Regel keinen Film, aber heute extra zum Vorstellen von der Videoausrüstung, von der Kameraausrüstung, von der Stativausrüstung, von meiner Ausrüstung mache ich jetzt heute mal ein Video. Okay, gehen wir weiter. Nach was ich seltsamerweise auch immer gefragt wird, ist nach meinen Jacken hier, die ich anhabe von VD. Ich habe nicht nur VD-Jacken, habe ja auch von North Face und Jack Wolfskin und weiß nicht, ist ja egal. Aber speziell nach diesen VD-Jacken wird immer gefragt. Die hier habe ich erst im vergangenen Jahr habe ich die gekauft, genau. Die gibt es immer noch. Ich habe auch zu der jetzt mal einen Link reingesetzt, weil es haben mich schon unheimlich viele nach dieser Jacke gefragt, auch nach der grünen, aber die gibt es glaube ich nicht mehr, weiß ich nicht. Die habe ich schon 2 Jahre, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist ja egal. Also zu der Jacke auch auf meiner Webseite einen Link. Ich werde alles unten in der Beschreibung diese Webseite von mir verlinken, wo die Ausrüstung drauf ist. Schaut mal rein.
Und wie gesagt, ich bin nicht böse, wenn jemand über meinen Link was kauft. Dann verdiene ich auch noch ein bisschen was dran. Kleines Taschengeld für meine nächste Tour. Aber ihr müsst nichts kaufen, ganz bestimmt nicht. Ich mache auch so meine nächste Tour. Was ich vorher noch vergessen habe, wegen dem Windpuschel, den ich oben auf meiner Kamera aufs Mikrofon klebe, da braucht man nichts Teures kaufen oder sonst was. Ich nehme immer irgendein altes Stofftier von meinen Kindern. Ich habe ja 5 Kinder, insofern fallen auch viele Stofftiere an. Und da haben wir also unzählige. Und da wird halt irgendeinem immer das Fell abgezogen. Und da gibt es einen schönen kleinen Puschel raus. Falls jemand nichts in der Richtung hat, ihr dürft mich gern per E-Mail anschreiben, wenn ihr mir das Porto wieder zurücksendet. Dann werde ich euch gern ein kleines Stück von meinem letzten Stofftier, wo ich den Puschel für diese Kamera rausgeschnitten habe, kann ich euch dann gern zusenden. Aber wie gesagt, das Porto hätte ich gern wieder, weil sonst könnte es sein, ich werde ein armer Mann. Alles klar. So, jetzt aber wirklich ein Stückchen weiter und dann meine zwei Stative. Heute habe ich Sprechfehler, aber wie gesagt, ich hatte gestern Spätschicht, heute Morgen wieder früh raus. Geht nicht alles so rund, wie man immer gern hätte. Aber ist ja egal. Hauptsache, ihr versteht's. Weiter gehen wir. So, und ihr seht, selbst hier durch den Wald kann man die Kamera in der Hand doch relativ ruhig halten. Mein Wackeln tut es immer wieder, ist klar, kann man nicht ganz verhindern. Jetzt hier zum Beispiel kommt so eine Rinne, da wird es ordentlich Schläge tun. Aber man kann es doch ganz gut ausgleichen. Die Kamera hat auch einen kleinen Stabilisator mit drin, Bildstabilisator. Aber wie viel die da rausholen kann, kann ich nicht sagen. Aber es geht doch recht gut. Nicht so gut wie eine GoPro, aber dafür macht sie schönere Bilder. Aber jetzt werde ich wieder viele böse Kommentare kriegen. Nee, die GoPro macht bessere Bilder, ihr habt recht. Nur verbiegt sie unsere Bäume und das gefällt mir nicht, habe ich schon mal gesagt. Und die Kamera lässt unseren Schwarzwald schön gerade. Seht ihr, wie gerade die Bäume sind? So wie sie gewachsen sind, so werden sie auch dargestellt. Und das finde ich gut. Und das hier ist ein nettes Plätzchen, wo ich euch jetzt meine zwei Stative vorstelle. Also, das erste Stativ ist hier das Triopo. Das ist ein Einbeinstativ, hat aber unten doch noch so 3 Füße dran. Das Geschickte an dem Stativ ist auch, ich kann es hier einfach hinten aufs Fahrrad machen, ist nicht arg groß. Und wie gesagt, es hat hier so 3 kleine Beine dran. Das heißt, man kann es auch mal hinstellen. Wobei das wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Gerade wenn man es weit auszieht und es geht ein bisschen Wind, fällt unheimlich schnell um. Und ja, aber ansonsten, ich benutze es meistens bloß so weit auszogen. Hier kann man die Kamera draufschrauben, ganz einfach. Ich zeige euch mal, wie weit man es ausziehen kann noch. So, zweimal. Na, der hängt schon fest, oder wie ist das? Den obersten nehme ich wohl gar nicht. Ah, jetzt kommt er. Also so weit ziehe ich es gar nicht aus, deswegen hängt er schon fest. So, also so hoch braucht man eigentlich nicht, macht keinen Sinn. Schieben wir es wieder zusammen. Geht ganz einfach, die Dinger aufdrehen, zusammen, zudrehen. Geht eigentlich ruckzuck. Und gekostet hat es, glaube ich, um die 70 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Das kleine Problem ist nur, das Teil gibt es bei Amazon nicht mehr. Ob es sonst irgendwo gibt, weiß ich nicht. Im Moment bei Amazon nicht verfügbar. So, dann kommen wir mal zum zweiten Stativ, wo ich habe. So, das nächste Stativ, wo ich habe, das habe ich immer hier vorne drin. Das ist das nette kleine Kerlchen hier. Das habe ich dem Pascal zu verdanken. Der hat es eigentlich mal gekauft, so ein Mikrofon,
in seinem Zimmer draufstellen, vorm Rechner. Aber der Anschluss hat nicht gepasst. Ich habe das zufällig gesehen, dass das da rumliegt. Und er hat es mir dann überlassen. Das Teil ist relativ klein, ist ganz gut so als Tischstativ. Man kann die Beine ausziehen hier. So, da sieht man schon. Das ist ja nicht so besonders stabil. Das eine Bein kann man gleich ganz wegziehen. So, ganz einfach. Man kann es aber auch zusammenschieben, weil das noch kleiner ist. Dann einfach oben hier auf das Gewinde draufgeschraubt, Kamera eingeschalten, die Beinchen wegstellen. So, dann kann man das Teil einfach hier abstellen. Hier seitlich hat es eine kleine Schraube, da kann man das dann quasi verstellen. So. Und was kann ich jetzt machen? Jetzt drücke ich auf den Auslöser und dann filmt die eine Kamera die andere Kamera. Tun wir mal ein bisschen herzoomen noch hier. So. Und ihr seht meine Lumix und meine Lumix. Einmal in Blau und einmal in Orange. Ja, Freunde, das war's jetzt. Mehr fällt mir dazu nicht ein, zu meiner Ausrüstung. Ich habe euch alles gesagt, habe euch auch ein bisschen gezeigt, wie ich meine Videos drehe. Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt ruhig. Und wie immer, wenn euch jetzt das kleine Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich für meinen Teil werde zusammenpacken, werde nach Hause gehen, die ganzen Videoschnipsels auf den Rechner laden. Versucht da einigermaßen was draus zu machen. Jagt es auf YouTube hoch, dann könnt ihr es sehen. Wenn ihr das seht, werde ich morgen schon wieder dran stehen und Brot backen. Morgen ist Samstag, da will ich mal wieder eine Ladung Brot backen. Die Gefriere ist leer. Vielleicht werde ich noch einen Zwiebelkuchen machen, eventuell auch einen Film, weiß ich noch nicht. Ich bin da immer recht spontan. Okay, ich werde jetzt mal zusammenpacken. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben und tschüss, bis zum nächsten Mal. Die nächste große Tour steht an mit meiner Celine zusammen. Und ciao. Kameras lasse ich mal hier.